eine weitere Chronikaufzeichnung von König Albrecht von Bayern. Und ich muss direkt zu Beginn zu dieser Chronikaufzeichnung von einem großen Unglück berichten. Tatsächlich gab es einen Brand in den königlichen Archiven Bayerns, wo einige Chronikaufzeichnungen archiviert werden. Und tatsächlich sind leider einige Dokumente bei diesem Brand zerstört worden, die über die letzten paar wenigen Jahre geschrieben haben. Deswegen versuche ich diese nun nochmal zusammenzufassen. Es gab einen Krieg von Bayern nochmal gegen das Heilige Römische Reich um einige Grafschaften, der gewonnen wurde. Außerdem gibt es jetzt wieder einen Kreuzzug, der gerade erst gestartet ist. Die Truppen sind alle gerade unterwegs und den führen wir jetzt. Habe ich noch irgendetwas vergessen, mächtiger Herrscher? Polen hat ordentlich eins auf die Mütze bekommen im Norden. Ich werde mich jetzt dem Papst, glaube ich, tatsächlich anschließen. Wenn das Aquitanien dann auch macht, dann haben wir vielleicht eine sehr sinnvolle Chance. Ach, genau. Polen ist nicht wieder mal nicht im Kreuzzug dabei. Aber dafür. Wieso sollten sie auch aus diesem fernen Land? Polen hat genügend damit zu tun, sich in die Reihen der mongolischen Herrscher einzuschleimen. Tja, ja, die Mongolen haben hier ganz Persien erobert, eine riesige Bedrohung für uns alle. Um den Khan damit, oder die Khan, auszuschalten. Das wollen wir sehen. Khatun, oder? Ja, wie gesagt. Das ist eine weibliche. Das ist eine Khanin. Khatun Alan. Hakuna Matata. Und sie scheint einer sehr komischen Auslegung des Islam zu folgen. Ascharia. Und wir belagern gerade die heilige Stadt Jerusalem, um sie von den Ungläubigen zurückzuholen. Ascharitischer Islam ist eigentlich nur schiitischer, soweit wir wissen. Also unsere Aussagen darüber, also das, was wir wissen in unseren Büchern, lässt mich nur die Stirn runzeln, weil das klingt sehr komisch. Wir scheinen jetzt hier eine gewisse Überhand zu bekommen. Franzien lenkt gerade die 15.000 Feinde ab, finde ich gut. Ja, sie haben unseren Köder geschluckt. Wir werden sie in der Falle locken. Ausgezeichnet. Wir belagern auch noch Gaza und Jerusalem. Oh, aber da kommt einige Feinde. Mein Onkel, der eine Fraktion gegen mich gestartet hat, ist in der Schlacht erschlagen worden. Kein großer Verlust. Und mein Sohn und Erbe vom Königreich ist geboren. Er soll wohl ein Genie sein. Das wurde in seinen jüngsten Tagen nach der Geburt festgestellt, als er schon Wurzeln ziehen konnte. Natürlich. Wurzeln von was? Von Blumen oder von Bäumen? Von Dienern. Ist der Schweiz aufgefallen, dass sie eine Schlacht schlägt? Ja, ist aufgefallen. Oh nein. Und scheinbar ist die Schweiz sofort geflohen, als sie die Feinde gesehen hat. Die mit diese Schlacht hat das Raumzeitkontinuum in der Schweiz zerstört. Scheinbar. Aquitanien geht in diese Schlacht rein und hoffentlich auch Bayern. Sollen wir in diese Schlacht reinziehen? Es kommen nur 6.000 vom Süden, die 8.000. Werden wir locker. Aber ja, naja, wir, also. Zusammen haben wir echt über 17.000. Obwohl sie als Verteidiger sind, ja, dann werden wir das auch tun. Wir haben jetzt Jerusalem geholt. Ja, wir erleiden halt. Oh, naja, wir erleiden so harte Verluste, wenn wir diese Schlacht ziehen. Ja. Aber die Verluste sind für den Glauben. Das ist richtig, aber wir halten ja Haus. Was hat meine Herrscherin in Abwesenheit gemacht? Bayern? Ja. Ich glaube, es ist jetzt sowieso schon zu spät. Dies ist nur die falsche Provinz. Oh, wir waren in der falschen Provinz. Das gut, dass Bayern nicht reinmarschiert ist.
Ja. Hoppala. Ja. Ein Missgeschick jagt das nächste. Okay, wir marschieren jetzt nach Süden. Kommt ihr vielleicht mit nach Hebron? Jo. Wir würden vielleicht die Belagerung dort beginnen. Da müssten wir genügend Truppen haben, um das zu verteidigen. Ja. Die feindlichen Truppen haben keine Lust, mit Franzins Truppen zu spielen. Sie kommen wohl. Oh, es kommt zur Schlacht. Aquitanien kommt ebenfalls. Sehr gut. Bayerische Truppen kämpfen an vorderster Front gegen die Feinde. Als Angreifer. Es läuft äußerst erfolgreich. Was für ein Zermürbungskampf. Gott scheint sich uns diesmal zu erbarmen. 3700 Feinde, die noch kommen, aber das ist keinerlei Bedrohung. Das ist keinerlei Bedrohung. Der ja, wir gewinnen die Schlacht. Hervorragend. Der Mongol am Hofe des Königs von Polen hat sich bereit erklärt, seine eigene Katuna zu erledigen. Ich ziehe gleich weiter in den Süden gegen die 4000 Mann. Ausgezeichnet, wir belagern hier weiter. Oh, da oben kommen nochmal 8000, ich gehe wieder in den Norden. Ich kann leider nicht mehr zurück. Das ist aber... Die Schlacht gewinnt ihr doch sicherlich. Da kommen 15.000. Ja, aber die 15.000, die sind ein bisschen unangenehm. Ah, ich komme wieder zurück. Ah, sehr gut. Ich werde bei euren Truppen stehen. Ja, für ja. Fall, 15.000 das wäre sinnvoll, denke ich. Ich rechne fast damit, dass da angegriffen wird. Aber wir kommen sehr gut mit der Belagerung voran, deswegen würde ich ungern abbrechen wollen. Ja, es kann sein, dass Lothringen noch dazukommen müsste. Ja, Lothringen auf jeden Fall noch, und ich werde auch meine 4800 rechts abbrechen, notfalls. Stehen die Truppen ja auch nahe. Aber nicht in der Belagerung, da dies zu schwerwiegenden Verlusten. Ich glaube, die Feinde kommen. Sie marschieren auf jeden Fall in die Richtung. Ja. Ja. Ich marschiere mit den Truppen dazu. Das sollte Lothringen dann langsam auch tun, bitte. Sie ziehen oder? Alles vorbei. Jetzt ziehen sie natürlich dorthin, wo Lothringen ist, wahrscheinlich. Gehen wir mal sicher. Hinterher. Kommt ihr? Geht ihr nach Lothringen, oder? Ah, wir haben schon gesiegt, tatsächlich. Hä? Tatsächlich, wunderbar. Ein Sieg. Und wer aus dem Hause Bourgogne? Königin Marguerite? Meine Tochter. Tatsächlich. Obwohl bayerische Truppen auch Jerusalem erobert haben. Na gut. Immerhin, wir haben gewonnen. Sehr schön. Ich halte diese Entscheidung für durchaus angemessen. Das glaube ich, dass ihr das so haltet. Aber wir waren Rang 2. Unser Herzog Wilhelm war Rang 2. Wie ärgerlich. Na gut. Wir haben alles gegeben. Der Kreuzzug ist gewonnen. Das ist eine sehr gute Nachricht. Palästina ist wieder ein Königreich unter christlicher und katholischer Herrschaft. Hervorragend. Es müsste aber Jerusalem heißen. Ja, das wäre noch sinnvoll. Die Erbfolge in Palästina ist interessant. Man empfiehlt den Bayern gerade dahin zu gucken. Oh, wirklich? In Palästina? Ja, der Erbe ist interessant. Prinz Wilhelm von Palästina aus dem Hause Wittelsbach. Ein Enkel von uns, was? Hä? Hört. Wo? Wie? Natürlich! Margarete ist ja verheiratet. Wir haben ja die Heirat geschlossen, Franzien und Bayern. Korrekt. Das ist ja mit meinem Sohn König Ruprecht von Bayern gewesen. Ach, das ist ja hervorragend. So oder so wird das Haus Wittelsbach in Jerusalem herrschen. Das sind hervorragende Neuigkeiten für das Hause Wittelsbach. Im Heiligen Land. Das Fundament unseres Bündnisses. So ist...
Wieso ist Palästina zu weit weg für eine Interaktion Polens, aber das mongolische Reich nicht? Ich kann meinen Enkel jetzt leider nicht mehr beeinflussen. Schade. Es könnte daran liegen, dass das mongolische Reich an euren Grenzen grenzt. Quatsch. Fast tatsächlich. Nur noch Ruthenien ist dazwischen, wertes Polen. Bin schon wieder gestorben. Der König von Polen hat die Katun, glaube ich, ein bisschen verärgert. Sie hat das Komplott mitbekommen. Die Prinzessin von der Schweiz fällt gerade auf, dass alle Erben eingekerkert sind. Dies ist keine gute Ausgangssituation. Das glaube ich. Was? Mein Vasall ist spurlos verschwunden? Ja. Meine Tochter hat Land im Heiligen Land bekommen. Ist das so? Ja. Ich war noch auf dem Kreuzzug mein Vater war noch auf dem Kreuzzug unterwegs und Prinzessin Carla von Schweiz. Er kam nicht wieder zurück. Ja. Er ist vielleicht ertrunken im Wasser. Unter der Herrschaft von Herzog Wilhelm aus dem Hause Wittelsbach. Wie bitte was? Meine Tochter ist unter der Herrschaft von Herzog Wilhelm von Urdun aus dem Hause Wittelsbach. Herzog Wilhelm? Von Urdun. Ja. Nördlich von Jerusalem. Nördlich von Jerusalem? Und die Hohenstaufen haben auch... Ach, das ist mein Begünstigter gewesen, der jetzt scheinbar dort auch Land bekommen hat. Und die Hohenstaufen haben auch Land bekommen. Das ist ja hervorragend. Aber es ist so wenig Land, also... Das betrübt mich, dass so das Königreich Jerusalem, also in dem Fall Palästina, so winzig ist. Und wir haben übrigens ein Bündnis. Bayern hat ein Bündnis mit Palästina. Das heißt, wir können die jetzt hier verteidigen, wenn sie angegriffen werden. Der König von Polen ist tot. Und auf seinem Sterbebett hat er wohl noch seinem Priester gebeichtet, dass er Morde begangen hat. Und davon nicht wenige. Was für Morde? Nicht das, was ihr denkt. Ah. Wurde zu Tode gefoltert. Er hat zum Beispiel seinen Mord am Kaiser von Byzanz gestanden. Am Kagan der Mongolen auch, aber das hat niemanden interessiert. wen hat er denn noch so getötet? Mich wundert es, dass der neue König von Polen nur 16 Jahre alt ist, weil der König hatte doch so viele Kinder. Sind die alle vorher gestorben? Das war, das Problem war, der Haupterbe des Königs von Polen ist im Knast gestorben und der hatte schon einen Sohn und deshalb hat ihn jetzt sein Enkel beerbt. Ach, sein Enkel. Ja, das kennen wir aus Bayern nur zu gut. Was, ein offenbartes Geheimnis? Ja, und aber Hexerei. Der neue König von Polen ist noch nicht verheiratet. Also haben die Prutzen den rechtmäßigen Erben zu Tode gefoltert. Vermutlich. Wir haben immer noch einige Gefangene übrigens. Aus dem Kreuzzug. Die bleiben mal in der Zeit. Welche Morde hat er denn noch so gestanden? Hat er denn auch in Aquitanien gemordet? Nein. Hat er zumindest keine gestanden. Ihr könnt auch die Morde, die er zugegeben hat, könnt ihr einsehen. Wie geht das? Wenn ihr euch anschaut, wie er gestorben ist. Die weiße polnische Linie hat sich in das Haus Wittelsbach fortgesetzt. In das Haus Wittelsbach? Adelaide von Wittelsbach ist ein Albino. Wer ist... Wo? Wo ist diese Person zu finden? Gute Frage. Adelaide? Von Wittelsbach. Nicht aus unserer Hauptlinie, meines Wissens. Vermutlich. Aber mittlerweile haben wir den Überblick verloren mit 2 Herzögen, 5 Grafen, einem König, 69 lebenden Mitgliedern und noch einem König durch Heirat. Nun, ich als kleines Kind kann mich natürlich nicht an die Abmachung erinnern, die vielleicht mein Vater mit Polen getroffen hat gegen Prusen. Und werde natürlich jetzt alsbald die Truppen Richtung Polen schicken.
Bitte was? Lasst euch Zeit. Oh Gott, bitte was? Mir ist aufgefallen, dass die Prusen Ländereien verloren haben. Ja, tatsächlich. Ja, die hatten eine Teilung, nachdem der vorige polnische König deren Herzogin umgebracht hatte. Ja, und Polen müsste ja auch kurz davor sein, den Krieg zu gewinnen. Das wird jetzt eine zeitkritische Angelegenheit, wenn Aquitanien so seinem Verbündeten zu Hilfe kommt. 14.000 Mann ziehen Richtung Hauptstadt von Polen. Fiegt euch. Ihr seid doch auch ein Kind, Mensch. Wollen wir nicht was zusammen spielen? Ein 16-Jähriger zu einem Einjährigen. Ich könnte euer verdammter Babysitter sein. Sie sind doch selbst ein Kind. Fast so. Kann ein Kind überhaupt schon reden? In dem Alter. Ein Einjähriger ist vielleicht nicht. Das 16-Jährige schon. Er wird bestimmt einen Regenten haben. Ich gehe auch davon aus, es gibt einen Regenten. Nein, glaube ich nicht. Nur ein Kind könnte so eine Entscheidung treffen. Na gut, er ist ein Genie, das... Ich konnte schon Wurzeln lösen. Er kann schon Zähne ziehen im Alter von 1. Ich habe geerbt. Was? Oh. Man ist auf einmal ein Kurfürst des Heiligen Römischen Reiches geworden. Und nein, man steht tatsächlich zur Wahl. Nein! Wieso? König Ruprecht ist gestorben, mein Sohn! Wie? Wie? Ruprecht? In der Schlacht der Schlagen? Was für ein Krieg denn? Was? Nein, die befinden sich schon wieder in einem Krieg, aber sie rufen Bayern nicht zu Hilfe. Was tut nur Königin Margarete? Sie werden wahrscheinlich wieder vernichtet, aber wieso holen sie nicht Bayern? Wir sind doch verbündet. Sie sind zu weit entfernt. Wir sind nicht mehr verbündet durch den Tod meines Sohnes. Nein, wie tragisch. Jerusalem wird fallen. Wie jedes Mal. Es ist so sinnlos scheinbar, diese heilige Stadt zu erobern, wenn sie doch nicht gehalten werden kann. Traurig. Wir hätten uns vielleicht frühzeitig Staaten am Nildelta sichern sollten, um Beziehungen nach Jerusalem zu pflegen. Ja, das wäre sinnvoll gewesen. Ich darf mich daran erinnern, dass es mal ein katholisches Ägypten gab. Ja, wir hatten mal große Erfolge, aber es wurde nie gehalten. Das ist das Traurige. Lang ist es her. Ich bin ja mal gespannt. Polen könnte doch Glück haben. Wieso? Was ist jetzt passiert, Kind? Wenn das eine Kind da oben gewinnt, hat das andere Kind unten keine Chance mehr. Wir haben da unten sogar noch einen katholischen Flecken innerhalb von Abessinien. Ich dachte gerade, ihr sagt, wir haben da unten noch ein katholisches Kind. Habe ich das falsch gesehen? Was passiert? Lothring ist ja ein Kaiser geworden. Man hat mich zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gewählt. Was? Wen? Ihr seid ein sehr großer Blitzmerker. Wer war das? Kaiser Matthias vom Heiligen Römischen Reich. Dabei haben wir uns nicht mal selber gewählt als Kaiser. Ist die Ambition, das Reich zu einnieder vorgesehen? Das hoffen wir doch nicht, nachdem Bayern doppelt so viele Truppen hat. Wie acht? Man fragt seinen Lehnsherrn höchst interessiert, wie er nun damit umgehen will. Man wartet darauf, diesen gottlosen Titel zu vernichten, da er nicht heilig genug ist. Ja. Gute Idee. In diesem Falle würde man gerne nochmal mit dem Lehnsherrn sprechen. Oh nein, nicht schon wieder. Ich wollte den Kaiser noch berichten, dass er Ungläubige... Interessant. Der Kaiser von Byzanz. Ich habe Ungläubige. Mittlerweile bin ich wohl der Nachfolger, der Haupterbe dieses Titels. Die Frage ist, würden wir dann Lothringen erben? Glaube ich nicht, da das ein Königstitel außerhalb des Reichstitels ist. Aber jetzt ist es ja Teil des Reiches, oder liege ich falsch? Lothringen ist Teil des Reiches, aber es ist ein Titel innerhalb des Reiches. Sprich, ihr würdet den Reichstitel erben, aber nicht Lothringen. So, und wir erreichen Krakau.
Ich hab gehört, die Karpaten sind schön für Urlaub. Wir werden die Belagerungstruppen natürlich ausweiten auf die umliegenden Dörfer. Plündern. Wenn sich der Herzogtum Mähren ist ja ebenfalls hier dabei. Wenn sich diese Anspruchstellerfraktion gleich erhebt, könnt ihr die ja für uns bekämpfen. Ja, das werde ich wohl tun. In einem Monat. Das ist nicht lustig. Es gibt einen weiteren Bürgerkrieg um Schwaben. Einen weiteren Bürgerkrieg? Was ist denn da los in Schwaben? Das frag ich mich auch. Vor allem sind die Feinde ja überlegen, oh je. Können wir euch irgendwie helfen, Herzog Heinrich von Schwaben? Ich hoffe, dass mein Verbündeter aus Utrecht mir zu Hilfe eilt. 2700 Männer. Das wird trotzdem sehr knapp werden. Ihr solltet überlegen, einige Söldner euch zu holen, oder? Ja, da habt ihr wahrscheinlich recht. Das hat wohl nicht für ein Bündnis ausgereicht. Bayern wird euch einiges Gold schenken. Polen. Was denn hier Schwängert los? Mal schnell eure 14-jährige Frau, damit ihr sie einen zeigt mal, was ihr könnt gegen Mähren. Oh nö. Was ist denn los? Ich rasse mein Leben. Angreifer, Herzogtum von Masowien mit 13.000 Mann gegen Polen. Das ist mehr, als Polen jemals besaß. Anspruch auf das Königreich von Polen. Wir müssen uns also in Zukunft mit dieser Herzogin auseinandersetzen. Interessant. Ach, haltet die Fresse. Man gibt übrigens voll Freude bekannt, dass der Lehnsherr Kaiser Matthias einen soeben mit dem Königstitel von Friesland belehnt hat. Oh! Das Heilige Römische Reich ist gerade doppelt so groß geworden, ja. Anhalt ist Teil des Heiligen Römischen Reichs geworden. Ach, na, Königreich super. Von Bayern, war es nicht eure Aufgabe, dieses HRE zu zerstören? War das nicht die Lebensaufgabe von der Familie Wittelsbach? Die Lebensaufgabe nicht, wir haben uns genau die Gebiete geholt, die wir holen wollten tatsächlich. Der Rest war teilweise hinter Polen gewesen. Und nun, aktuell sind wir der Haupterbe, also werden wir dieses Ziel vielleicht noch mehr oder weniger erreichen, indem wir es wieder groß machen, wer weiß. Ich glaube nicht, dass wir lang genug leben, um dies zu vollführen. Oh, ey, Pusen, ihr seid so kacke. Oh, eine große Rebellion in Polen. No shit, Sherlock. Das ist euch noch nicht aufgefallen. Nein, da ein Bote gerade erst mit diesem Brief angekommen ist, da ich... Oh, 96, ja. Damals war Polen ein guter Verbündeter, aber sein Sohn schafft es nicht. Aber ihr habt doch fast den Krieg gegen die Prutzen gewonnen, oder? Das Problem ist, danach kann ich das... Ihr seid im Kerker! Ach komm schon, das ist doch nicht normal! Ach ja. Aber er ist wieder freigelassen worden. Ach ja, dann Krieg verloren, ja. Oh nein. Warum hat das Heilige Römische Reich in Spanien Land? Das ist das Gebiet von Lothringen. Das ist Lothringisches. Oha, minus 689 Gold. Dies ist schmerzhaft. Nein. Nö. Mein Erbe ist volljährig. Der König von Polen muss als ehrlicher Mensch übrigens zugeben, dass sein Vater die erste Frau des bayerischen Königs ermordet hat. Nein! Also doch die Polen! Dann geschieht es den Polen recht, was ihnen jetzt hier widerfährt. Also wir hatten ja erst Mitleid, aber unfassbar, unfassbar unsere... Hat der König von Bayern eigentlich Verhandlungen über die auf der Landkarte blauen Flecken innerlandes am Grenzland? Ja, die Schwierigkeit ist, wie wir daran kommen, ja. Diplomatische Verhandlungen mit dem Kaiser von Franzien eventuell. Und ein großer Krieg in Aquitanien. Tatsächlich? In meinem Alter verhandle ich nicht mehr. Oh. Man wünscht Aquitanien viel Glück. Oh mein Gott. Was?
Schön, dass die Anspruchsteller bekämpfen die Truppen derjenigen, die sie auf den Thron bringen wollen. Ich verstehe diese Welt nicht mehr. Die Mongolen sind noch nicht mal hier und wir bekriegen uns alle gegenseitig. Das ist wahr. Das ist wahr. Es reicht. Der König von Polen muss das jetzt tun. Was muss er tun? Das ist die einzige Möglichkeit, wie er sein Königreich retten kann. Nein! Oh nee, ne? Das Königreich Polen hat sich den Mongolen angeschlossen? Wie könnt ihr sowas Schandhaftes nur tun? Das war die einzige Möglichkeit, die Königsherrschaft Polens zu retten. Eine Feigheit nenne ich das. Eine wahre Feigheit. Oder ein schlauer Move, um das Mongolenreich zu zerstören von innen. Was? Das möchte ich sehen, dass das zerstört wird. Wer weiß. Und Kaiser Matthias hat einen Ritterorden gegründet. Ja. Sehr interessant. Ja, dieser, wo Orden sich befindet. In Adenau. Aden. Bei Koblenz. In der Grafschaft von Koblenz. Oh. Die Mongolen jetzt, das ist ja unfassbar, direkt neben unserer Grenze. Aber immerhin können wir jetzt mit ihnen interagieren. Welches der drei Länder wird als erstes eine Invasion der Mongolen erleben? Byzanz, Bayern oder das Heilige Römische Reich? Oder doch Aquitanien. Wir bauen schon unsere Burgen aus wie Weltmeister jetzt. Ein riesiges Bauprogramm ist nun gestartet. So. Der König von Friesland sieht sich zur Handlung gezwungen gegen die Mongolen. Und er hat reichlich Unterstützer innerhalb des Mongolenreiches, wie er jetzt seine Überraschung feststellt. Wie kann denn das Königreich Polen sich einer fremden Religion unterwerfen? Das haben wir uns auch gefragt. Naja, sie waren ja noch nie in den Kreuzzügen dabei. Wie gesagt, nur so konnte der König von Polen seine Herrschaft retten. Für mich sieht das eher nach einem Verrat an den Glauben. Es ist mir wurscht, wie es für euch ausschaut. Ich habe euch immerhin wieder freigelassen, als ich euch gefangen genommen habe. Das war nicht ihr, das war die Herzogin von Prutzen. Das war vielleicht ein Fehler. Mir wurscht. Das ist mir Krakauer. Krakauer, ja. Irgendwas stimmt mit unserem Glaubensoberhaupt nicht. Wieso? Er wirft mir jeden Monat 750 Gold vor die Füße. Was? Mein werter Kaiser, ich habe ein weiteres Geheimnis aufgedeckt. Und zwar betrifft es mal wieder die Königin der Schweiz. Sie hat versucht, jemanden zu ermorden. Wen? Der Versuch, das lasse ich mal so stehen. Und zwar meinen Onkel. Den Versuch lasse ich mal so stehen. Ist der denn durchgekommen? Ist euer Onkel denn gestorben? Ich decke das Geheimnis natürlich auf, weil ich recht schaffen will. Und ein Genie natürlich. Von recht schaffen sehe ich aber dort nichts. Ja, das ist, weil ich noch ein Kind bin. Das kommt erst noch. Das kommt... So übrigens, wie diese... übrigens ist der Kaiser von Franzien jetzt... Ah nein, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Mal schauen, ob er noch älter wird als die Königin von Bayern. Welches Alter muss ich dafür erreichen? Wie alt wurde nochmal die Königin von Bayern? 77 Jahre. Hat der Kaiser Matthias Zeit für den Dom? Kurz. Der hätte kurz Zeit. Passt auf, dass sich jetzt nicht die Schweiz dem HRE unterwirft. Oh ja, stimmt. Der Kaiser von Franzien sollte aufpassen. Verdammt, vielleicht sollte ich ihn doch einfach loswerden. Oder sie. Oder es. Es ist eine Hexe, also es. Ganz klar es. Man ist sich übrigens sehr sicher, dass die Mongolen bald geschwächt werden. Ach ja? Ja, man hat da so einige Fäden ziehen können. Über Polen. Oh, wirklich? Interessant. Bitte was? Interessant. Naja, Polen ist jetzt eine Vorburg der Mongolen und von da aus ist es nicht weit. Das stimmt. Nur ein paar hunderte Meilen.
bis irgendwo in den fernen Osten, wo unsere Karten nicht mal mehr hinreichen. Ich denke, diplomatisch gesehen wäre es das Richtige, ein wenig nachzuhelfen. Solange ihr Schulden habt, könnt ihr keinen Krieg erklären. Wer hätte das denn erwartet? Also. Immerhin seid ihr noch katholisch. Das ist wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit. Bei einem solchen Verrat warte ich nur noch darauf, dass die Polen muslimisch werden. Wie oft noch? Das war eine pragmatische Entscheidung. Nein, das war Verrat am europäischen Christentum. Deine Mutter ist Verrat. Was fällt euch ein? Ich habe das Gefühl, das wird hier bald zu Konflikten kommen. Bald? Ihr buckliger Sohn einer Hure. Hast du gerade meine Mutter beleidigt? Nein, er hat ja, alle anderen meine Mutter als Verräterin bezeichnet. Das habe ich gar nicht. Doch. Schon ein bisschen. Habe ich auch gehört. Richtet euch erstmal gerade auf und fresst weniger. Aber ich gebe euch einen Tipp. Reist nach Krakau, diese Stadtmauern halten nichts aus. Sagt der, der mit 9000 Mann davor stand. Und? Haben sie mich abgehalten? Ja, für die Zeit, die ihr dort wart. Ja, ich denke nicht. War das nicht ihr, der mich gefangen nahm? Ach. Oder meinen Vater. Nein, es war doch ich. Oh, habt ihr etwa zwei Persönlichkeiten? Bedeutet, habt ihr nicht gesagt, dass euer Vater viele Morde begangen hat? Wenn das natürlich die gleiche Persönlichkeit ist, dann habt ihr also die Morde begangen. Ah, ihr könnt mich mal. Ihr könnt mich alle mal. Polen sind in letzter Zeit sehr rüde unterwegs. Was ja, wir hören angeht. Dies. Der Sittenzerfall in Polen. Wir haben nun fast überall Ringburgen, glaube ich, errichtet, wenn ich mich nicht täusche. In Bayern. Die Katun bietet den König von Polen ganz, ganz weit in den Osten. Sie bezeichnet mich als ekelhaften Vasallen, aber sie will mich im Rat haben. Das ist selbst eure Lehnsherrin ist enttäuscht von euch. Sollte euch zu denken geben. Wer nimmt jemanden in seinen Rat auf, wenn er enttäuscht von ihm ist? Übrigens, ja. Die Steppen sind schön. Ja, und mit diesen Worten beenden wir mal diese Chronikaufzeichnung und sehen, wie es spannend weitergeht mit dem mongolischen Imperium jetzt mittlerweile direkt vor unseren Grenzen und dem wieder auferstandenen Heiligen Römischen Reich, gezeichnet König Albrecht von Bayern.